Hallo Freunde, heute schauen wir uns ein kleines Thema an. Gleich nach dem Intro. Um unsere Prophylaxe-Playlist ein bisschen zu füllen, schauen wir uns heute die Obstipationsprophylaxe an. Erst einmal, was ist eine Obstipation? Obstipation ist der schlaue Begriff für Verstopfung. Diese geht mit zu seltener und erschwerter Stuhlentleerung einher, oft mit wenig Stuhlmenge. Wie kommt es dazu? Wir alle haben Darmmotilität. Das bedeutet, dass unser Darm in der Lage dazu ist, sich durch Muskulatur zu bewegen. Diese Bewegung kennen wir unter dem Begriff Peristaltik. Diese Muskeln werden durch Nerven gesteuert. Wir hatten die Begriffe mal beim Dünndarm, nämlich den Auerbach-Plexus und den Plexus submucosus. Diese bilden das enterische Nervensystem, denn unser Darm hat ungefähr so viele Nerven wie das Rückenmark. Deshalb bezeichnet man das enterische Nervensystem auch oft als Bauchhirn. Aus verschiedenen Gründen kann die Darmmotilität eingeschränkt sein und der Weitertransport des Stuhls ist verlangsamt. So kommt es zur Verstopfung. Was können Gründe dafür sein und welche Maßnahmen können dann vorbeugen? Wenig Bewegung zum Beispiel, denn Bewegung steigert die Durchblutung des Darms. Auch die Ernährung hat einen großen Einfluss. Man sollte ballaststoffreich essen, um einer Verstopfung vorzubeugen. Also viel Gemüse, Samen oder Vollkornprodukte. Auch Medikamente können eine Obstipation auslösen. Dazu gehören unter anderem Opiate und manche Schmerz- und Beruhigungsmittel. Bei verschiedenen Krankheiten kann es ebenfalls zu Schwierigkeiten bei der Darmentleerung kommen. Denn bei Diabetes mellitus zum Beispiel können die Nerven des Darms geschädigt werden, die die Muskeln steuern. Das kann auch bei der multiplen Sklerose auftreten. So wie der verlangsamte Stoffwechsel bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Die Nerven des Darms werden über das vegetative Nervensystem gesteuert. Vielleicht kennt ihr den Sympathikus, der für eine Leistungssteigerung vor allem für Notsituationen da ist, und den Parasympathikus, den Ruhenerv. Dieser aktiviert die Verdauung und der Sympathikus pausiert sie. Deshalb aktiviert den Parasympathikus durch Stressreduktion und tiefe Atemzüge, vielleicht Meditation. Wichtig ist auch, viel Flüssigkeit zu trinken, denn das hilft, dass der Stuhl schneller transportiert wird. Ein Bauchguss, was eine Kneippanwendung ist hier auch möglich, denn durch das kalte Wasser wird die Durchblutung des Darms angeregt. Man kann auch eine warme Bauchkompresse mit bestimmten ätherischen Ölen wie Ingweröl machen. Und im Notfall können auch Medikamente Abhilfe schaffen. Diese gibt es in vielen Formen, wie Sirup, Granulaten oder Zäpfchen. Ich hoffe, ihr könnt diese Maßnahmen in euren Alltag integrieren. Kennt ihr noch weitere? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann wünsche ich noch eine schöne Woche und vergesst nicht, Medizin kann so einfach sein.